Hi, dieses Video könnte dein Abitur retten oder das Abitur deiner Freunde. Denn die häufigste Frage, die ich im Moment gestellt bekomme, ist: Scheiße, Magda, wenn ich noch nicht angefangen habe, richtig zu lernen, kann ich bis Dienstag irgendwie noch was tun? Kann ich es noch reißen? Und die Antwort ist natürlich ja. Ihr könnt, auch wenn ihr jetzt wenige Tage vom Abi erst anfangt zu lernen, noch alles rausholen, auch 15 Punkte. Und wie? Indem ihr einen wirklich einfachen Plan befolgt und den präsentiere ich euch jetzt. Ganz, 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 ganz wichtig. Die Grundvoraussetzung für jetzt möglichst schnelles und effizientes Lernen in maximal kurzer Zeit ist Fokus. Ihr müsst euch konzentrieren. Ihr dürft jetzt nicht mehr daddeln, nicht mehr Netflixen, nicht mehr irgendwas machen, was ihr sonst zum Prokrastinieren tut, Badezimmer putzen oder so. Lasst einfach alles stehen und liegen und konzentriert euch auf Mathe. Das ist jetzt das Ziel und das ist die letzte Klausur und die bringt ihr jetzt hinter euch. Augen zu und durch und alles andere wirklich vernachlässigen. Zweitens, und da geht es jetzt ans Inhaltliche, macht euch einen Überblick. Vielleicht habt ihr in der Schule eine Checkliste bekommen, vielleicht habt ihr selbst schon eine Lernzusammenfassung geschrieben und seht da, welche Themen ihr überhaupt können müsst. Aber nehmt euch eine To-Do-Liste, ne? Vektorrechnung, Analysis, Stochastik, vielleicht Matrizen bei euch. Und schreibt ganz detailliert auf, was ihr überhaupt alles können müsst. Wenn ihr sagt, ihr schafft das nicht, guckt bei mir auf der Website. Ich habe eine Lernzusammenfassung geschrieben. So spart ihr euch die Zeit, eine eigene zu schreiben. Und da sind die ersten Seiten auch die perfekte Übersicht. Eine To-Do-Liste aller Themen, die ihr können müsst. Ihr könnt im Moment sogar, jetzt so kurz vor knapp, mit dem Code MAI24 24% Rabatt auf die Lernzusammenfassungen bekommen. Und die zur Vektorrechnung gibt es sogar kostenlos. Also nutzt das. Es ist wirklich wichtig, dass ihr strukturiert vorgeht und wisst, was ihr überhaupt jetzt alles lernen müsst. Ja, und dann, wenn ihr die Übersicht habt, Schritt Nummer 3, Schwammmodus an. Saugt alles in euer Gehirn ein, was ihr aufsaugen könnt, indem ihr Aufgaben rechnet. Denn wenn ihr Aufgaben rechnet, die IQB-Aufgaben zum Beispiel, ne, da könnt ihr meine Pool-Aufgabensammlung runterladen oder alte Klausuraufgaben. Oder die Aufgaben in der Lernzusammenfassung, dann werdet ihr automatisch den kompletten Abiturstoff durchgehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also rechnet alle Aufgaben, die euch irgendwie in die Finger fallen. Und wenn ihr Lücken findet, also zum Beispiel, keine Ahnung, bei Funktionsscharen merkt, oh Gott, das kann ich gar nicht mehr, Hochpunkt berechnen, abhängig von einem Parameter, dann geht zu YouTube und gebt genau das in die YouTube-Suche ein. Funktionsscharen, wenn ihr ein Video von mir dazu sehen wollt, zum Beispiel noch die Stichworte Magda und Mathe dazu. Und dann könnt ihr sogar nach Playlisten filtern und ihr werdet sehen, jede Menge Videos erklären euch genau das, was ihr wissen müsst, um eure Lücke zu schließen, die ihr beim Aufgabenrechnen entdeckt habt. Und so arbeitet ihr euch Stück für Stück durch die To-Do-Liste durch und lernt ein Thema nach dem anderen, schließt die bestehenden Lücken, bis ihr die ganze To-Do-Liste wirklich abgearbeitet habt. Und um dann zu prüfen, ob ihr ready seid fürs Abi, empfehle ich euch, die Generalprobe, die ich entwickelt habe, mit wirklich anspruchsvollen Aufgaben mal durchzurechnen. Wenn ihr damit klarkommt, vergleicht es einfach mit den Lösungsvideos, dann seid ihr fürs Abi auf jeden Fall gewappnet. Ja, und der letzte Punkt, wahrscheinlich der wichtigste. Gebt auf gar keinen Fall auf. Es mag schwierig erscheinen, aber es haben schon so viele Schüler vor euch geschafft. Und ihr schafft das auch. Glaubt an euch, zieht jetzt noch mal ein paar Tage durch, stellt Fragen immer gerne in die Kommentare und haltet einfach durch. Ihr schafft das auf jeden Fall. Und dann werde ich sehr stolz auf euch sein, ihr werdet sehr stolz auf euch sein, eure Eltern werden super stolz auf euch sein und alle Türen der Welt stehen euch offen. Viel Erfolg. Ciao.